Man bekommt eben nicht immer das, was man möchte. Ich wollte auch die Weltherrschaft und das hat auch nicht geklappt. Wir haben Wahrheitssüßigkeiten hier. Ich mag Ninka lieber als dich. Nur das Chaos. Leute, nochmal vielen, vielen Dank für euren Brief. Ich weiß tatsächlich immer noch nicht, was überhaupt Sache ist. Ich weiß nicht, warum ich hier wohnen muss und warum ich nicht zaubern darf. Aber Leute, wisst ihr was? Minka konnte zaubern und Minka ist richtig böse geworden. Und naja, vielleicht war das Wie Ganze auch nur ein Albtraum. Ist ja gut, ich komme gleich. Mein Gott, naja, auf jeden Fall. Minka war richtig böse. Und ich glaube, bei meiner neuen besten Freundin funktioniert das mit dem Vergessenszauber nicht mehr, Leute. Voll krass. Minka, stets komm mal. Zu Diensten. Ach, da bist du ja. Naja, du hast noch sehr viel Energie. Ich fühle mich total energielos. Ach, weißt du, ich habe so viel zum Nachdenken. Also ich gehe jetzt mit Frau Rose aus, aber ich weiß auch nicht. Also, habe ich wirklich Gefühle für sie oder will ich sie nur ausspionieren? Was eine tragische Liebesgeschichte. Also irgendwie beides, aber sie auszuspionieren, das wäre gemein, wenn ich sie wirklich mögen würde. Dein Herz wird dich und leiden. Eigentlich würde ich lieber mit Selmut darüber reden, aber der ist irgendwie dauernd unterwegs. Ich weiß, ich habe den gefühlt seit Jahren nicht mehr gesehen. Also mindestens seit Tagen, keine Ahnung. Oha. Ja, und Brina kommt jetzt auch nicht. Brina, der Schulbus! Ist ja gut, ich bin ja schon da und ich glaube, der Bus kommt... In 3 Minuten, okay, ich muss wirklich los. Also ich wünsche dir einen schönen Tag. Keine Ahnung, wo Selmut schon wieder ist. Minka, die auch... Soll ich die mitnehmen? Ja, für Bell. Ach so, okay. Ich glaube, die wirken nicht mehr. Oh, Gott sei Dank, ich habe es noch rechtzeitig geschafft. Puh, der andere Bus war doch nicht so langsam, wie ich dachte. Guten Morgen, Brina. Da bist du ja. Wo warst du denn? Ich hab da an der Bushaltestelle auf dich gewartet. Ja, ich habe den ersten Bus verpasst, weil meine Onkel wollten mir immer noch unbedingt die Frösche für dich mitgeben. Aber ich habe den zweiten Bus genommen und dann hat das tatsächlich noch geklappt, dass ich jetzt tatsächlich noch pünktlich hier bin. Also, hier die Frösche für dich. Dankeschön. Oh, ich liebe diese Frösche. Du bist richtig passend dafür angezogen. Wahrscheinlich genau deswegen. Ja, eben. Grün ist auch meine absolute Lieblingsfarbe und die Frösche, die esse ich ja eh so gerne. Mhm. Also, ja. Apropos Frösche, ich kann mich übrigens dran erinnern, was die mit einem machen. Aber ab jetzt bin ich immun dagegen. Ich kann mich nämlich an alles erinnern. Die Frösche. An was genau? Ich kann mich auch übrigens an die Magie und die Zauberei erinnern. Das ist ja so cool, dass ihr zaubern könnt. Okay, und das macht dir keine Angst oder keine Sorgen oder so? Nein, das ist total cool. Und auch, dass ich zaubern konnte, sogar daran kann ich mich erinnern. Wie cool ist das denn? Kann ich das nochmal lernen oder so? Nee, also entweder kann man das oder man kann das nicht. Und das war leider halt so eine falsche Realität. Und, naja, bei Minka erinnert sich daran. Ich erinnere mich daran. Meine Onkel denken, das wäre nur ein Traum gewesen. Aber bestimmt du, weil du das zurückgezaubert hast. Vielen Dank dafür. naja, deswegen kannst du dich daran erinnern. Aber, isst du die Frösche trotzdem noch gerne? Ja, also ich weiß ja, dass ich jetzt immun dagegen bin und die in aller Ruhe essen kann. Natürlich esse ich die Frösche. Ich liebe Frösche. Ach, der Unterricht beginnt. Oh ja. Well, wo der Unterricht jetzt vorbei ist, ich muss dich noch mal kurz was fragen. Ja, bitte. Also du bist wirklich froh darüber, die Wahrheit zu wissen, ne? Ja, absolut. Ich finde das total cool mit der Magie und Zauberei. Und ich muss wirklich aufpassen, dass ich mich hier nicht verplappere in der Klasse. Das ist unser Geheimnis. Aber du bist ja auch froh, die Wahrheit zu wissen, weil ich wüsste auch gerne von meinen Onkeln die Wahrheit über viele Dinge. Ja, und ich glaube, ich muss die noch mal fragen. Ja. Weil ich finde, so geht das nicht. Nee, lügen darf man nicht. Richtig. Außer Geheimnisse, die sind in Ordnung. Ja, und jetzt machen wir Pause und genießen die Frösche. Helmut, Selmut, ich bin wieder da. Schule war heute nicht so lange. Wo seid ihr denn schon wieder? Ist hier wieder einfach niemand zu Hause? Oh, so frustrierend. Toll, niemand da? Und Minka? Minka, bist du da? Oh, Minka! Vorsichtig, so jung bist du auch nicht mehr, Schätzchen. Hey, kein Wort über mein Alter.
Solange ich an Decken klettern kann, bin ich auch noch ein süßes, kleines, süßes Kätzchen. Ach, Minka, es ist einfach so nett, dass du dich einfach von nichts unterkriegen lässt. Aber, naja, ich habe ja heute mit Val gesprochen, ne? Und die erinnert sich tatsächlich jetzt an die Zauberei und die erinnert sich auch daran, dass Onkel Helmut und Onkel Selmut zaubern können und dass wir immer mit dir reden. Und die findet das überhaupt nicht schlimm, die findet das total spannend und interessant. Und deswegen, ich finde einfach diese ganzen Geheimnisse, ich finde das alles so blöd, Minka. Es ist so, ich weiß immer noch nicht, warum ich überhaupt hier bin und ich weiß nicht, warum Onkel Selmut und Onkel Helmut mir das nicht erklären, warum mir das auf der Schule nicht erklärt wurde, warum meine Freunde mir das nicht schreiben. Das ist so gemein, Minka. Sabrina, man bekommt eben nicht immer das, was man möchte. Ich wollte auch die Weltherrschaft und das hat auch nicht geklappt. Und jetzt fütter mich. Ach, Minka, du weißt ganz genau, dass du erst um 18 Uhr wieder Essen bekommst. Sonst wird dir wieder übel und du brichst das alles wieder aus, Minka. Das ist nicht fein. Das will keiner von uns wegmachen. Naja, auf jeden Fall, es wäre halt so schön, wenn das einfach alles so einfach wäre wie mit Val. Und naja, wenn das halt alles mit den Geheimnissen halt nicht wäre. Bist du blöd? Es soll so einfach sein wie mit Val und den Fröschen? Was glaubst du, was 2 Meter entfernt von dir im Regal steht? Das sind Wahrheit-Bonbons. Was bringen die euch eigentlich an der Zauberschule bei? Was? Wie? Was, Minka? Ehrlich? Wir haben Wahrheitssüßigkeiten hier? Ich dachte, ich wusste, dass es sowas gibt, aber ich wusste nicht, dass Onkel Helmut und Onkel Selmut sowas haben. Oh mein Gott, Minka, das ist die beste Idee. Ich gebe ihnen die einfach und dann erzählen sie mir das. Wow, danke. Kann ich jetzt gehen? Minka, du bist richtig frech. Also, ich fütter dich erst um 18 Uhr. Es gibt keine Snacks vorher. Weg mit dir. Wahrheitsbonbons. Und tatsächlich sogar die schönen, leckeren Grünen. Da werden sie sich bestimmt freuen. Ich hole erstmal Glasschalen, dann stelle ich das Ganze schön auf. Ich verteile das in der Wohnung. Und ja, mal gucken, wer mir zuerst die Wahrheit erzählt. Minka, bist du schon wieder an der Decke? Komm da runter! Sorry. An der Decke habe ich wenigstens mal meine Ruhe. Dieses Mal ist das nicht mal ein Prank von mir. Das sind wirklich Wahrheitsbonbons. Das gibt nur Chaos. Bin wieder zu Hause. Keiner da? Wer hat denn die Bonbons hier verteilt? Hey, Minka, der hat wieder keine Süßigkeiten genommen. Warum dauert das denn so lange? Das ist ja was, aber... Ja, vielleicht ist es ja eine Opfergabe an das Orakel von Helmut. Dann lasse ich die mal lieber da. Außerdem sollte man vor dem Abendessen auch nicht noch was Süßes essen. Hier sind ja auch welche. Geben die zusammen vielleicht irgendeine Form? Ist das... Vielleicht ist das ein Zauberritual von Helmut? Also da will ich lieber nicht eingreifen. Mann, er hat auch keine genommen. So, ja, Onkel Helmut, Onkel Selmut, ich gehe jetzt zur Schule. Der Bus kommt schon wieder in 3 Minuten. Ja, ich bin auf jeden Fall weg. Ja, schönen Tag euch auch. Typischer Plan von Minka. Es funktioniert einfach überhaupt nicht mit den Bonbons. Keiner will die essen, das ist so gemein. Okay, ach, so seit gestern schwirren meine Gedanken hier doch irgendwie drum. Die sind ja schon echt lecker. Helmut hat gesagt, er macht damit kein Zauberritual, also darf ich mir jetzt wohl auch mal eins gönnen. Also, dich mag ich fast lieber als Minka. Du bist nämlich immer schön ruhig. Weißt du was? Möchtest du eigentlich auch ein Bonbon? Ich habe mir schon ein paar in meine Hosentasche gepackt. Nein? Okay, dann esse ich den halt selber. Du kommst jetzt in meinen Mund. Selmut, ich muss dir die Wahrheit sagen. Ja, ich dir auch. Du hast überhaupt nie... Ich muss mich die ganze Zeit um Rina kümmern und du rührst dann überhaupt kein Finger. Frau Rose mag. Oder vielleicht auch nicht, aber ich spioniere sie auf jeden Fall aus. Na, was kommt denn da zum Vorschein? Ich mag sie auch. Ich hasse Weihnachten. Na, du hast auf jeden Fall nie Zeit für mich und kümmerst dich überhaupt nicht um mich. Ich finde das nicht gut, wie viel Zeit du mit Menschen verbringst. Ich mag die Fledermaus lieber als Minka. Ich mag Minka lieber als dich. Das nimmst du zurück. Oh! Dann geh doch! Hab ich Minka gehört?
bin wieder da. Schultag war wieder richtig, richtig langweilig. Onkel Selmut, was ist denn mit dir los? Was sitzt du denn so auf dem Sofa und bist am Schmollen mit Minka? Ja, also Onkel, wie war dein Tag? Du siehst irgendwie so unglücklich aus. Bei dir wurden ganz hohe Magiewerte festgestellt und deswegen bist du von der Zauberschule gegangen, weil böse Zauberer könnten das tracken und dann könnten sie deine Zauberkraft stehlen und deswegen hast du auch keinen Zauberstab, weil damit kannst du ja geortet werden. Und oh, ich bin total sauer auf Helmut, der hat so gemeine Sachen gesagt und ich habe auch gemeine Sachen gesagt. Und ich weiß gar nicht, warum ich das gerade alles sage. Warum komme ich mit der Wahrheit raus? Das sind doch die Wahrheitsbonbons aus dem Regal. Und wenn Helmut die nicht dahin gelegt hat, dann warst du das. Du hast die Wahrheitsbonbons geklaut und hier überall hingelegt und an uns verfüttert? Minka ist schuld! Na, Minka wollte das! Was? Das ist also die Wahrheit? Also meine Magie ist so stark, dass ich nicht zaubern darf? Deswegen bin ich hier? Ja. Minka! Oh mein Gott! Was hat Minka damit zu tun? Minka hat, gesagt, Minka, Minka hat gesagt, ich soll das machen mit den Bonbons! Minka! Oh Mann! Minka, komm mit! Du hast Hausarrest! Was soll denn jetzt, Minka? Was machen wir denn jetzt? Also, ich hätte da so ein oder zwei Ideen. Dann waren es also echt nur die Wahrheitsbonbons? Wobei, es war, naja, es war ja die Wahrheit, was wir gesagt haben. Aber dann haben wir eine Erklärung. Dann, ich rufe Helmut mal eben an. Hi. Es waren tatsächlich Wahrheitsbonbons. Die hat Brina hier uns hingelegt und deswegen ist alles aus uns rausgekommen, was wir uns anscheinend schon öfter mal sagen wollten. Ich meine, es ist definitiv die Wahrheit, aber jetzt können wir ja offen über alles sprechen und ja. Kommst du wieder nach Hause?